Ah, okay. Dann das zweite, was ich recht cool finde, das ist ein unter 13.000 Dollar EV. Das ist der Teenie VF3. Ich finde, der schaut echt, der schaut schrullig aus. Ja. Winfast. Carmaker Winfast. Ja, ist jetzt wahrscheinlich bei uns ziemlich unbekannt. Es ist nämlich witzig, Ja. weil, was ich mir erinnern kann, Winfast ist ja ein Markenname. Vietnamesischer Nein, nein, ist er. Winfast ist, heißen die Grafikkarten von Litec. Ah. Ja, genau. Okay, ja, passt. Beginne etwas Neues, Winfast. Nein, die haben Autos, also ich sehe da Autos sogar, die Ja. sind. Gar nicht so schirche. Okay, aber der Kleine schaut schon ein bisschen schrulliger aus, ja. Ich meine, der hat zumindest, der hat Charakter. Und einen schlechten CW-Wert. Ja, und Charakter. Warte mal, was hat der? 125 Meilen mit einer vollen Ladung. Meilen in Kilometer, weil das wäre sie nie. 185. Hinkommen, ja. Das heißt, im Winter kommen wir mit dem über den Isersberg Ja, möglicherweise er hat, drüber. das heißt 297 Kilometer. Was? Na, 125 Meilen mit einer. Ah, Entschuldigung, 125er, so, entschuldige. 125er. Also 201. Ja, du, also für kurze Pendelfahrten voll okay. Okay, ja. Eigentlich schon, ja. Kannst super damit arbeiten. Ich meine, nettes, schrulliges, kleines Auto. Von einem Wirt. Schrullig ist, ja, schaut nett aus, ja. Dann noch was von Fiat. Oh ja. Es gibt einen neuen Fiat. Nettes, schrulliges, kleines Auto. Es gibt jetzt einen neuen Fiat Panda. Schon wieder in Gelb. Okay, nett. Der hat sogar das Kabel direkt integriert. Was? Ja, der hat so ein ausziehbares Kabel, was nicht anstecken muss extra. Ja, wie macht man das dann bei Ladesäulen? So wie stecken. Ja, bei den Ladesäulen geht meistens ein Kabel weg. Da ist vorne ein Adapter einfach dann drauf. Ah, so. Ja. Ah, cool. Ja, also das heißt, das ist direkt drin. Es schaut auch nett aus. Also, du, das ist sich, ich meine, Ui, der laut. wird jetzt wahrscheinlich nicht so günstig sein. Also ich glaube, es steht eh der Preis unten, ich habe ihn vergessen. Ja. Warte mal, was ist da? Jetzt muss ich selber mal da lesen. Was steht denn da? Da? Kommen in Chrome Mute Tab, okay. Ah, ich bin auf der falschen Seite, die gerade mute, okay. Ja, der wird so, was weiß ich, 28.000 Dollar kosten. Oh Gott. Das Kabel, das ziehst du einmal aus, das kriegst du nie wieder zurück rein. Das glaube ich, zieht sich von selber Ja, hinter, oder? ja. Wie ist denn das bei Staubsauger? Noch 2 Jahre geht's nicht mehr. Ja. Ja, okay. Na ja, gut. Aber nette Idee, Ja, ja. ich meine, Warum nicht? ja, du, warum nicht? Also, Fiat Panda. Jetzt sind wir dann, wenn wir, ich glaube, da sind wir fertig, oder? Dann hat Mazda, bringt jetzt auch was raus, quasi ein Mazda 6 Elektro. Ja, der EZ6, von dem habe ich schon gelesen. Ja, der und der schaut, puh, das ist ein sehr, sehr, sehr schönes Auto, da muss ich schon sagen. Wow.
Ja, Wow. schau, ich meine, schaut solide aus, also Ja, passt. boah, das. Mazda baut hat einfach generell ein Händchen für schönes Design, finde ich. Und der schaut wunderschön aus. Und der ist sehr windschlüpfrig, muss man sagen. Also der hat sicher einen guten CW-Wert. Ja, sie haben halt relativ lang gebraucht, ein Elektroauto zu Ja, bauen. natürlich. Aber der. Sehr schönes Auto. Bin immer Das ist, gespannt. Ja. also ich meine, da gibt es jetzt noch nicht so Gibt viel es noch nicht dazu viel sonst. Information? Na, gar nichts. Ich glaube nicht einmal bei Mazda direkt noch bis jetzt noch. Gell? Ja, man. War schon interessant, so die Reichweite und so weiter. Also er ist jetzt gerade mal vorgestellt worden. Voll elektrisch oder als Plug-in-Hybrid. Die Reichweiten sollen bei etwa 600 bis 1000 Kilometer liegen. Was mit Ja, ja. das ist aber der Plug-in-Hybrid dann. Ja, eben ja. Wobei, ich verstehe nach, ich meine, ich verstehe Autohersteller, warum sie Plug-in-Hybride nach wie vor anbieten, Ja. aber ich verstehe nicht, warum man sowas wirklich noch kauft. Ist Beste aus zwei Welten. Na, du kaufst eigentlich immer einen Kompromiss, das Schlechteste aus zwei Ja, Welten ist ein Hybrid. eben ja, genau. Das steckt im Namen ja jetzt schon drin. Ja, aber es ist wirklich ein schönes Auto. Wow, der gefällt mir. Ja, ich meine, warte mal, wie er dann in der Realität ausschaut. Ja, und vor allem wie noch in die Kombi-Version davon ausschaut, Ah, weil. mein, entschuldige, da gibt es ja sogar schon Fotos. Er schaut ja wirklich so aus. Ja. Ich schaue nämlich die Kombi-Version von dem. Also die Kombi-Version von dem Mazda 6, das sind ja wunderschöne Autos. Und boah, das. Ja, ich meine. Uiuiui, nein, der gefällt mir wirklich. Ja? Schön, schönes Auto, ja. Bräuchte jetzt zwar nicht die Kombi-Version, aber ja, für andere, was es brauchen, passt's. Ja, ich brauche einen Kombi. Ich habe ja einen Kombi. Genau.